Robert Lauber, der Jomo, grüß dich, guten Tag. Trainingslager, Kaderzusammenzug. Da kann man so viel mit dem Mentalen machen. Es kommen Spieler zusammen, die im Club eine ganz bestimmte Position, eine gewisse Jahre spielen. Und jetzt für die Nationalmannschaft oder irgendeinen Kader müssen sie es ganz anders sich einbringen. Und das kann man mit dem Flug-Simulationstraining Winter Aviatik machen, dass man sie vorbereitet, was jetzt bei der Nationalmannschaft sie in einer ganz anderen Position haben. Wie im Trainingslager hat man gar nicht Zeit, auf jeden Einzelnen einzugehen. Und so kann man bereits im Vorfeld, bevor man in den Kaderzusammenzug kommt, schon die Position, die der Nationaltrainer sich vorstellt, im Athlet, im Sportler, im Spieler geben. Und er tut sich aufs Trainingslager vorbereiten. Anders spielen als in der Mannschaft, im Heimteam, sondern im Kader zusammen. Dann kommt noch etwas ganz Wichtiges, das Verletzungsrisiko an den Kader zusammen. Man spielt hart, man ist sich nicht so gewöhnt und man kann hier auch mit den mentalen Methoden das Verletzungsrisiko vermeiden und vor allen Dingen gerade im Bereich der Energie. Von der Müdigkeit oder Erschöpfung kann man da entgegenwirken. Gerade wenn es dann nach dem Kaderzusammenzug ans Spiel geht, dass dann die Spieler nicht nur die Müdigkeit vom Kaderzusammenzug mitnehmen, sondern auf der Reise sich können vollständig erholen. Also wie bei einem Hybridfahrzeug, Batterie voll tanken. Und das kann man mit mentalen Techniken sehr gut. Wenn ihr mal möchtet wissen, wie das geht, wir könnten dann mal irgendwo einen Test machen, mal das ausprobieren. Leute doch einfach da, dann könnt ihr mal zusammensitzen und schauen, wie so eine mentale Unterstützung von einem Trainingslager und von einem Kader zusammen so geht. Unter anderem kann man auch viel besser schlafen. Gerade so oben, wenn alle zusammen sind, wenn es ein bisschen Spannung ist, mit dem Mentaltraining. Das ist eine Einschlafmethode, die aus dem NASA Gemini Programm stammt, kann man jederzeit schlafen, auch im Flugzeug. Was viele Spieler problematisch ist, das wäre auch möglich. Ich glaube, es würde sich lohnen, wenn wir mal über diese Möglichkeit würden ein Gespräch führen. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Herzlichen Dank, liebe Grüße, Robert Lauber.